Aber guck mal, so ein Containerschiff ist ja richtig fett groß. Wäre es nicht smart, die einfach fliegen zu lassen beim Containerschiff und die würden sich ja dann den Weg suchen. Du müsstest dann nicht mit jedem Tier jeden Container abgehen, sondern die riechen aus der Luft und fliegen einfach hin, weißt du, straight away und du brauchst nur hinterherlaufen. Also, das ist natürlich jetzt vereinfacht gedacht. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Fort 2 gegen 2 mit Steffen am Start. Wir haben gerade ein sehr interessantes Gesprächsthema herausgefiltert, und zwar den Einsatz. Wir haben damit angefangen mit Wildschweinen oder beziehungsweise Schweinen beim Einsatz von Rauschgift suchen. Ja, so, wisst ihr, wie ich meine? Deutsch und so. Ja, und sind jetzt darüber schon gekommen über Bienen, und da hatte ich dann eingeworfen, dass es einen sehr interessanten Artikel von einer Polizistin aus Niedersachsen, glaube ich, sogar gibt, die eine wissenschaftliche Arbeit darüber geschrieben hat, Bienen auf eben die Suche von Rauschgift abzurichten. Und das ist actually ziemlich effizient, aber das Problem ist, dass die Dinger nicht so lange leben. Und wir haben uns jetzt gerade darüber unterhalten, dass man Bienen ja super einsetzen könnte auf einem Schiff, weil da die Fläche ja relativ groß ist. So, jetzt haben wir die Windturbine. Ehre. Ja, zu suchen. Ja, und da kannst du ja... dann einfach dahin. Ja, fliegt dann einfach dahin. Vielleicht wäre das smart, weiß ich nicht. Da können wir mal forschen, weißt du? Also das wäre schon echt sick. Ich weiß nur nicht, inwiefern das hoheitlich vertretbar wäre, auf ein Schiff eine Horde von Bienen loszulassen. So, weißt du, wie ich meine? Es gibt doch auch Bienen, die nicht so gefährlich sind, oder? Warum habe ich eine Waffenkammer gebaut, Steffen? Das wärst du gerade. Because you're stupid. Yes, Sir. Wir wollten AP-Minigunner spielen. Aber ja, ich weiß auch nicht. So sehr gehuckt. Ich habe auch hier Quatsch gebaut. Okay. Ja, es verzögert sich wieder um meine ungewisse Zeit. Ach, ich baue den Scheiß wieder ab. Führt ja zu nix. Das dauert jetzt einfach viel zu lang. Oh, es hat auch wirklich... Ne, eigentlich kann halt wirklich einfach weg. Es wäre actually... Ich werde das mal anstoßen. Also... Darüber kann man doch nicht anstoßen, aber. Nein, aber darüber kann man doch sicher mal forschen. Also, man kann doch. Wurde es ja tatsächlich. Es gab ja diese Polizistin, die da wissenschaftlich drüber gearbeitet hat und meinte, ja, kann man machen, Digga. Aber es gibt doch. Wie heißt das? Man kann doch studieren auch. Bei der Polizei und ja, so. Ja, genau, weiter. Kann man, ja. Das heißt, man müsste doch auch da eine Abschlussarbeit darüber schreiben können und einfach das Themengebiet erforschen. Das wäre so sick, Alter. Ich würde es so unfassbar feiern. Es wäre so huge, Alter. Wir würden Aufgriffe nach Aufgriffe fahren. Das wäre schon sehr cool. Hallo. Achso, so. Also es ist jetzt, ich drehe jetzt völlig frei, aber stell mal vor, du hast einfach einen Imker mit diesen dressierten Bienen. Und dieser Imker, der ist einfach an den Wiesen irgendwie bei den Docks oder so, ne? Und da suchen die sich ihren Honig und so weiter. Aber wenn die Kokain riechen, und wenn es nur einen Kilometer weit weg ist, weiß nicht, ob die das können, dann rasen die einfach dahin und man braucht nur eine gechippte Biene. Ich weiß auch nicht, ob das geht, aber dass du quasi siehst, okay, der Schwarm bewegt sich jetzt woanders hin, können wir mal hinterherlaufen und gucken, was da los ist. Dass sie quasi von alleine wie so ein Radarsystem einfach Aufgriffe landen und man nur hinterherlaufen muss. Das wäre so sick, aber das Ding ist, in so einem riesigen Seehafen, wie Bremerhaven, über den wir hier gerade reden, oder Hamburg, ist natürlich auch möglich, da kommt halt so viel an. Die würden sich ja nur da aufhalten. Ich weiß nicht, ob das healthy wäre für die Bienen, sich da quasi so viel aufzuhalten. If you know what I'm talking about. Ja, die bräuchten schon natürlich Wiese und so ein Quatsch. Oh, falscher Knopf. Nee. Hä? Ist gut? Keine Ressourcen. Wo sind meine Ressourcen? und 800, jawohl. Also es ist schon relativ cool, der Gedanke, ne? Dass da so eine Bienenschwark, so ein Bienen... So ein... Schwarmtiere. Ja, so ein Schwadron an Bienen. Kokain oder sowas so, das wäre schon relativ witzig. Du kannst ja auch auf alles abrichten, ja auch auf Zigaretten und so. Ja, gut, Zigaretten werden schwierig, weil die wahrscheinlich auch legal eingeführt werden. Aber Zigaretten werden ja durchaus auch geschmuggelt. Und jeder raucht da. Und das und das. Und dann hast du Bienen um dich rumschwören. Okay, ich zieh's zurück. War nicht so eine geile Idee.
Aber bei vielen Sachen könntest du es sicher einsetzen. Ja. Das ist schon cool. Cooler Gedanke. Er hat mir einen Minigunner gesniped. Das ist aber nicht die feine Art. Hier unten ist was gebrochen. Baut der nicht gegen? So. Sniper. Oh, okay. Okay, der hat den nicht so richtig Bock. Ich habe keinen Winkel. Ich werde jetzt was ganz Riskantes machen. Ich werde meine Basis nach hinten lehnen. Und dann? Um den Winkel zu kriegen. Ja. Doch, die sind schon alle. Alle hier schon so fertig. Voll und klar. Okay. Und ich habe den Winkel. Relativ gut überlebt. Muss mir das da unten gleich mal angucken. LOL, das sieht actually ziemlich nice aus. Oh, du kannst auch wirklich böse reinhalten. Ja, der kriegt schon gut einen mit, du. Bum-bum. Ich glaube, der hat halt keine Windenergieproduktion mehr, woher auch? Ich sollte mal ein paar Batterien placen. Aua! Da war die Batterie wieder weg, die ich gerade geplaced habe. Ich glaube, er hat sich erhofft, dass er mich hier ein bisschen besser absehen kann. Ist ihm zum Glück nicht gelungen. Bin ganz dankbar für. Ich weiß nicht, wo der Kerl seine Dings aufbewahrt, seine Windturbinen. Okay, ich habe mich noch ein bisschen weiter nach hinten gelehnt. Oh mein Upgrade Center ist weg. Oh, das ist doof. Och man. Kommst du jetzt weiter hoch? Ja, ne? Ich treffe zumindest die Basis. Das ist ja schon mal ein Erfolg. Wie schräg das einfach ist. Ganz wild. Vielleicht könnte man noch andere Tiere abrichten, die viel besser geeignet sind. Mücken oder so. Mücken! Mücken wäre natürlich OP, weil die. Weil da Wasser überall ist. Wo bin denn jetzt damit? Ach du Scheiße, Platzproblem über Platzproblem. Boah, stell dir mal vor, du könntest. Fantasieren, finde ich geil. Stell dir vor, du könntest eine Mücke züchten, die wie so ein Drogentest agiert, weißt du? Das heißt, wenn die jemanden sticht, läuft die einfach blau an. Wie so ein Kokaintest am Flughafen. Du willst also Leute hoheitlich von Mücken bestechen lassen, oder was? Ich züchte die ja nur. Was die Mücken machen, das kann ich ja nicht mehr beeinflussen. Und dann fliegen da überall so blau gefärbte Mücken rum, da wo die ganzen Drogengebiete sind. Aber du willst ja nicht die Leute, die das konsumieren, kriminalisieren, sondern die, die es herstellen. Und die, ja, die es herstellen, sind ja natürlich nie diejenigen, die das dann. Nein, aber es kann ja. Guck mal, wenn ich so einen Abwischtest mache in so einem Kofferraum. Ja. Und der wird blau, dann heißt das ja, dass da irgendwo ganz geringe Mengen nur von Kokain sind. Und vielleicht stechen da jemanden, der auch mit ganz geringen Mengen von Kokain in Berührung war, weil er die transportiert. Das ist vielleicht jetzt nicht für so einen Containerhafen, aber für so einen Flughafen, maybe. Das finde ich sehr geil. Und was ist mit Leuten? Willst du dann auch noch Bandwürmer oder so abrichten, dass wenn jemand Kokain im Bauch schmuggelt? Wenn du Kokain im Bauch schmuggelst, sorgt der Bandwurm einfach dafür, dass du drauf gehst. Das ist ganz schön brutal. Nein, das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Das ist jetzt zu krass. Das, okay. Das ist too much. Die armen Bandwürmer. Die armen Bandwürmer.
Ja, aber Tiere sind schon krass, also. Ich habe letztens eine Reportage gesehen, dass irgendwelche Fische schon Tage vor einem Hurricane oder so wissen, dass einer entsteht, bevor ja. das alle wie auch immer die heißen, wissen. Und dass sie sich dann in andere Gebiete zurückziehen. Und man nicht erklären kann, woher die das wissen. Ja, da habe ich auch schon mal von gehört. Aber es ist auch nice, dass es sowas gibt. Also, dass sowas geht. Irgendwann werden wir herausfinden, warum und wieso und weshalb. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und dann können wir das für uns nutzen. Die geilen Menschen, die wir sind. Wir können schon echt coole Sachen machen mittlerweile, ne? Also Technik ist echt die begeistert. Ja, ist sick. Wird auch immer besser alles. Also die Technik. Da oben sitzt der Plasmalaser drin. Okay. Ah, nee, upgraden wir mal noch nicht. Oh nein. So. 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 Oh, da ist offen. So, kann ich das jetzt irgendwie abtrennen? Schade. Was machst du da unten nochmal genau? Es kann sein, dass ich jetzt drauf gehe. Oh lol. Ja, null Problemo. Du hast das aber, ne? Ich hab das. Sehr gut. Und er hatte es nicht. Oh, ich hab keinen Sniper mehr. Mist. Ich will dieses Fundament löschen, ohne dass der Minigun da drauf geht. Das hier muss weg. Ich will quasi hier unten diese ganze Leiste einfach rausziehen. Okay, der Gunner muss tatsächlich weg. Das hier muss weg. Das hier. Ich war mal, bis du dich da oben designt hast. Und das hier. Und das hier auch. Nicht, dass das kippt. So, und der kann jetzt weg. Okay. Bin gespannt. So, und jetzt müssen wir das irgendwie rausziehen. Unten. Was ist denn dein Versuch? Yo, dir einen besseren Winkel zu bekommen. Ah, lol. I see. Guck mal, wie die jetzt so langsam in die richtige Richtung gehen. Jetzt kann ich sogar schon da oben treffen, ist ja nice. Dass er auch immer meine Schwarmraketen rausnehmen muss, ist schon frech. Junge, ist das ein Quatsch, ey. Boah, weißt du, was man machen könnte? Jetzt kommt's. Mäuse sind doch auf. Mäuse und Ratten sind doch auf Schiffen eh. Manchmal, also früher im Mittelalter. Ja, gut, aber ja, genau, im Mittelalter. Wie kriegst du die dann wieder runter? Das stellt mir halt problematisch vor. Bei Bienen, okay, die schwören dann da so rum, machen so Summ und so. Dressierte Ratten? Puh, weiß ich nicht. Ja, I don't know. Ja, weiß ich nicht. Das ist halt alles nur so eine Idee, woran man mal forschen könnte, ob das überhaupt geht. So, Mäuse können da sicher auch richtig gut Sachen riechen. Stell ich mir schon so vor, ja. Oh lol. Stabiler Laser.
Vielleicht sollte ich meine Windturbine jetzt auch schützen, nachdem er sie angreifen wollte. So schön mit einem Schild mit einem Winkel nach unten. Ne, Steffen? Genau. Ein Krupperschild. Genau. Das Gute. Ah, die AP Milliganer sind dann auch irgendwo begrenzt, ne? Oh, da kommt jetzt. Da kam jetzt Damage durch. Okay. Also ein Hund besitzt 220 Millionen Riechzellen, 10-mal mehr als ein Mensch. Okay. Steffen mit den Background-Infos. GG an der Stelle. Ey, es ist ein geiles Thema gewesen. Es Spürhunde. Ich empfehle jedem, der dieses Video und jetzt noch dabei ist, sieht, zu googeln Luise in Klammern Wildschwein. Ja, das war ein Wildschwein, das 1984 bis 1987 bei der Polizei in Niedersachsen zum Suchen von Rauschgift eingesetzt wurde. Und das ist sehr süß. Guck mir gerne mal das Bild an. Das ist so Omega-Cube. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Danke, Steffen, dass du dabei warst. Schaut bei dem vorbei übrigens, ne? Ganz klar. In diesem Sinne, tschüss. Ciao, ciao.